heute am 22. Februar 2002 in der Kirche das Fest Cathedra Petri übrigens, kommt in unserer Kirche St. Pantaleon in Köln der Weihbischof Dr. Klaus Dick, um den Albanus-Schrein zu öffnen und Reliquien zu sichten und eine Reliquie zu entnehmen, die wir unserer freundschaftlich verbundenen, sagen wir Partnergemeinde, in St. Albans überreichen wollen. Albans coming home. Oder wie ein Knochen des heiligen Albanus von Köln nach England gelangt. Wer war St. Albanus? Pastor Peter von Steinitz gibt Auskunft. Der Albanus war ein Brite im römischen Heer, 3. Jahrhundert. Auf seinem Schrein steht auf der Vorderseite Sanctus Albanus Proto Martyr Anglorum, also der erste Märtyrer der Engländer. Er war im römischen Heer Soldat wahrscheinlich und ist dort als Märtyrer gestorben. Seine Worte, die ihm den Tod bescherten: My name is Alban and I believe in the true and living God, creator of all things. Übersetzt: Mein Name ist Alban und ich glaube an den wahren und lebendigen Gott, den Schöpfer aller Dinge. Das war natürlich so gerade heraus gesagt, dass es gar keine andere Möglichkeit mehr gab, als dass er eben das Martyrium erleiden sollte. Ein großherziger Mensch, denn es kam eigentlich dazu, dass er diesen Weg ging, weil er aus Güte einem fliehenden Priester, den er gar nicht kannte, Unterschlupf gewährte. Der hat ihn im christlichen Glauben unterrichtet, dann ist er selber erst Christ geworden. Er ist also bei seinem Martyrium erst wenige Monate ein Christ gewesen. Die Gebeine des heiligen Albanus befinden sich seit dem 10. Jahrhundert in Köln und werden in einem eigens für die Reliquien angefertigten kostbaren Schrein aufbewahrt. Dieser sogenannte Albanus-Schrein stammt aus dem 11. Jahrhundert. Doch wie gelangten die Reliquien hierher? Der heilige Germanus von Auxerre brachte im 5. Jahrhundert einen Teil von England nach Rom. Später, in den Wirren des Mittelalters, ging jener Teil, der in England blieb, verloren. Die noch erhaltenen, übrig gebliebenen Gebeine des Heiligen wurden im 10. Jahrhundert dann von der Kaiserin Theophanu nach Köln gebracht. Hier, in der Pfarrgemeinde St. Pantaleon, wo sich auch das Grab der Kaiserin befindet, sind sie bis heute beheimatet. Der Schrein wurde im Jahr 2000 hinter Glas gesichert, in unmittelbarer Nähe des Altars neu aufgestellt. Die Juwelier-, Holz- und Emaillarbeiten sind von unschätzbarem Wert und zeugen von hohem künstlerischen Können. Die anglikanische Kathedrale von St. Alban, rund 25 Kilometer nördlich von London. Sie steht an dem Ort, wo der heilige Albanus im Jahre 209 im damaligen Verulamium enthauptet wurde. Die Kunde von wundersamen Heilungen am Ort des Martyriums zog rasch viele Pilger an und so entwickelte sich eine Stätte des Gebetes und der Verehrung des Heiligen. Heute ist St. Albans eine Stadt mit ca. 80.000 Einwohnern. Von hier macht sich 1998 eine kleine Pilgergruppe nach Deutschland auf. Eher zufällig findet sie den Weg nach St. Pantaleon. Doch dieser erste Kontakt wird durch einen Gegenbesuch in England ein Jahr später intensiviert. Hier in der Kathedrale erfährt die Kölner Gruppe, dass der große Schrein zu Ehren des heiligen Albanus leer ist. Pastor Peter von Steinitz bietet den anglikanischen Mitchristen an, ihnen eine Reliquie des Heiligen zu schenken. Das Angebot wird begeistert aufgenommen. Im Februar des Jahres 2002 wird der Schrein durch Weihbischof Klaus Dick geöffnet. Ein Ereignis von besonderer Bedeutung. Ja, wir beginnen mit einem Gebet. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasset uns beten.
Wir bitten dich, o Herr, komm all unserem Tun durch den Hauch deiner Eingebung zuvor und begleite es mit deiner Hilfe, damit alles, was wir tun, von dir gesegnet sei und durch dich seine Vollendung finde, durch Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ein kurzer Gedanke, der vielleicht heute nicht so ganz unwichtig ist. Den spontanen Zugang zur Bedeutung von Reliquien, den können wir ja in der Vergangenheit bei unseren Vorfahren viel deutlicher feststellen. Heute geht es aber darum, dass wir Reliquien in ihrer eigentlichen Werthaftigkeit begreifen. Das heißt, nicht nur in einer Art archäologischem Interesse Überreste noch jetzt feststellen, sondern dass wir den inneren Wert der Zeichenhaftigkeit solcher Überreste eben aufgreifen, den man nur begreifen kann, wenn man in der Gemeinschaft der Kirche die Gemeinschaft der Heiligen sieht, die uns verbinden mit denen, die lange vor uns gelebt haben, Zeugnis gegeben haben für Christus, die mit gewirkt haben, dass auch in unsere Zeit hinein der christliche Glaube verkündet wurde und die uns in der Gemeinschaft, die über den Tod hinausgeht, verbunden bleiben. In so einem Sinn gehen wir jetzt an diese Reliquien des heiligen Albanus oder Albinus, beide Namen sind ja tradiert, heran und wollen schauen. Zwischen den Knochenüberresten, die sehr gut erhalten sind, finden sich auch ein Säckchen mit Lavendel, ein Rosenkranz und Überreste von Siegeln. Beigaben, die vermutlich aus jüngerer Zeit stammen. Wirbelsäule, Schulterblatt, Haut oder Leder? Haut. Ich habe nur so einen grünen Haar, Haut. Ja. Der Kopf des Heiligen ist in ein Seidentuch gehüllt und wird von einer Edelsteinkrone verziert. Noch im 19. Jahrhundert war es Brauch, diese Krone während einer Andacht den Gläubigen aufzusetzen. Und dann der entscheidende Moment. Wir würden dann hier eine Reliquie des Schulterblattes jetzt als Geschenk an St. Albans geben. Und das ist doch besonders schön, weil das zweite Schulterblatt hier ist. Dann haben wir also noch einen unmittelbaren Bezug dieser Reliquienteile zueinander. Ein Körperteil mit Symbolkraft. Das war eine wirklich schöne Idee des hiesigen Pfarrers, St. Dr. von Steinitz, dass die beiden Schulterblätter, die wir unter den Reliquien ausmachen konnten, doch eben hier einen guten zusätzlichen Symbolwert haben, wenn das eine Schulterblatt eben dann bei den Anglikanern ist und das andere hier in Köln, dann könnte man sogar von der Idee her kommen, dass es eben insgesamt darum geht, die Gemeinsamkeit, die ökumenische Gemeinsamkeit der Christen zu schultern. Der heilige Albanus, der die beiden Kirchen, die katholische und die anglikanische, auf seinen Schultern durch die heutige Zeit trägt. Der Schulterknochen kommt in eine Schachtel und wird versiegelt. Später soll er in einem eigens angefertigten kostbaren Behältnis die Reise nach England antreten. 4,5 Monate später, Ende Juni 2002. Eine Delegation aus St. Albans kommt nach Köln. Dean Christopher Lewis besucht mit einer kleinen Gesandtschaft die Pfarrgemeinde St. Pantaleon.
In einem feierlichen Akt wird die Reliquie verabschiedet. Am nächsten Morgen geht es gemeinsam mit dem Bus gen England. 36 Pilger, zum einen aus der katholischen Pfarrgemeinde St. Pantaleon, zum anderen aus der benachbarten anglikanischen Gemeinde in Köln, begleiten die englische Gesandtschaft zurück auf die Insel nach St. Albans. Pastor von Steinitz hat das wertvolle Geschenk in seinem Koffer und lässt es nicht aus den Augen. Die offizielle Übergabe soll in St. Albans stattfinden. Überfahrt mit der Fähre von Calais nach Dover. Ankunft in St. Albans. Die Reliquie und ihre Begleiterinnen und Begleiter werden bereits erwartet. Selbst die ehrwürdige BBC macht dem Schulterknochen des Heiligen die Aufwartung. Ich denke, es ist ein sehr gutes Zeichen der Einheit. Man redet oft von Einheit. Es gehört zu den Wörtern wie Liebe, Wahrheit oder Schönheit, die man nur durch Gesten und Wörter beschreiben kann. In signs as well as in words. Das hier ist ein Zeichen für die Einheit in Christus und den Respekt, den wir auch Albanus entgegenbringen, ihm und seinem Opfer für den Glauben. In einer feierlichen Prozession wird das kostbare Gastgeschenk zur Kathedrale getragen. Dafür haben die Gastgeber einen sehr romantischen Weg über eine idyllische Straße und wunderschöne Parkanlagen ausgesucht. Leicht erhöht am Berg tut sich vor unseren Augen dann die große Kathedrale St. Albans auf. Es ist absolut wundervoll. Und in der Prozession vom Bus hier hoch zur Abtei hatte man dieses unglaublich starke Gefühl, dass Albanus nach Hause kommt. Es ist einfach wundervoll. Ich kann gar nicht beschreiben, wie wunderschön das ist. Samstag, 27. Juni 2002, 16 Uhr. Auftakt zu den offiziellen und öffentlichen Feierlichkeiten der Reliquienübergabe in der Kathedrale von St. Albans.
People are always asking whether the shrine is a place of burial. Wir werden oft gefragt, ob der Schrein eine Beerdigung darstellt. And now it will be. Jetzt wird es wirklich der Fall sein. Nach Lobgesang, Schriftlesungen und Ansprachen steuert die Zeremonie ihrem Höhepunkt entgegen. Die Reliquie wird in das Seitenschiff der Kathedrale getragen, dort, wo sich der noch leere Albanus-Schrein befindet. Pastor Peter von Steinitz übergibt den heiligen Schulterknochen an Dean Christopher Lewis. Nun ist Albanus endlich wieder zu Hause. Es wertet die Abtei gewissermaßen auf, die ein wunderbarer Ort ist. Die Kathedrale wird von vielen beschrieben als heimisch wie auch heilig, und das ist wahr. Albanus vereint beides. Er ist nach Hause gekommen, und dadurch ist dies auch ein sehr heiliger Ort. In Bezug auf die Abtei können wir gar nicht fassen, dass dies alles passiert. Die Großzügigkeit dieses Geschenks ist fernab jeder Beschreibung und jedes Preises. Es macht uns einfach sprachlos. Ausklang eines besonderen Tages in besonderem Ambiente. Bischof Christopher Herbert lädt zu einem Umtrunk in seinen privaten Garten ein, kaum einen Steinwurf von der Kathedrale entfernt.